In diesem Video habe ich den zweiten Teil meiner ersten An die Uni Eindrücke für euch, in dem ich mir auch den Baumodus angesehen habe. Viel Spaß beim Ansehen! Mit welchen Grundstücken kann man interagieren? 1, 2, 3, 4 und dann hier hinten wahrscheinlich 5. Okay, also sind die hier wirklich alle Deko, alle Häuser. Ja, relativ vereinzelt hier, nicht so im Kern. Obwohl die Straße eigentlich trotzdem echt ganz süß aussieht, da kann man nichts sagen. Welten können sie halt einfach immer. Gestalten, top. Von der Größe, ja, kommt immer ein bisschen aufs Pack an. Aber doch, die sehen immer alle schick aus. Kann man hier auch baden? Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Hier ist überall, man kann es ja mit dem Mauszeiger erkennen, ob man damit interagieren kann. Scheint nicht so zu sein, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ich glaube, ah doch, hier kann man ein bisschen baden. Bis hierhin und hier hinten kann man auch noch überall baden. In echt wäre es wahrscheinlich auch nicht erlaubt, da ins Wasser zu gehen. Es erinnert mich so ein klitzekleines bisschen irgendwie gerade an Holland irgendwie. Oder Amsterdam. Ja, jetzt ist sie langsam aber auch echt müde. Jetzt schauen wir nochmal schnell, was muss sie denn noch für morgen machen? 10 Stunden. Wir haben unsere Hausaufgaben abgeschlossen. Jetzt sind wir doch einfach mal, jubeln wir hier ein bisschen. Yay, können wir irgendjemanden mitziehen? Können wir, sehen wir auch, ja, obwohl, hier gibt es ja die Interaktion, die Überlegenheit der Uni verhöhen. Also kann man so ein bisschen erkennen, wer in welchem Teil ist. Oh, die Mixerin. Da haben wir auch schon die neuen Roboter. Boah, hier geht es so ein bisschen runter. Ich mag es. Total gerade, fällt mir gerade auf, dass die Welt mal echt so ein kleines bisschen, diese Region hier zumindest, so ein kleines bisschen verwinkelt ist. Es gibt hier so viele kleine Seitenstraßen und es geht rauf und runter. Es ist halt alles nicht so flach, wie es sonst immer der Fall ist, sondern es ist, und es fühlt sich auch echt wie eine große Region an. Das muss man auch ehrlich zugeben. Ach doch, was ich ganz cool finde, hier kann man das auch im Kalender sehen, was alles ansteht. Einwanderung und Bewegung? Doch, ist hier alles so ein bisschen markiert. Machen wir uns doch hier noch einen schönen Abend. Obwohl du... Oh, sie ist die ganze Zeit so müde. Jetzt müssen wir, glaube ich, bald sowieso wieder nach Hause. Weil es sonst hier gar nichts wird. Muskeln zeigen. Ja, deine nicht vorhandenen Muskeln kannst du auch mal präsentieren. Unglaubliche Geschichte erzählen klingt doch noch ganz gut. Ach, Abschlussfragen. Naja, wird sie höchstwahrscheinlich jetzt keinen haben, wenn sie noch nicht fertig studiert hat. Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr auf uns. Da würde ich sagen, gehen wir doch dann auch wieder nach Hause. Wenn wir hier an den Organisationen teilnehmen wollen, müssen wir natürlich auch ein bisschen auf die richtige Uhrzeit achten. Das würde ich mir jetzt eigentlich auch noch ganz gerne angucken. Sie macht sich hier schon direkt auf den Weg mit ihrem Heft einfach. Das finde ich ganz cool, dass sie es so wirklich so in der Hand hält. Obwohl so ein Rucksack mit ganz vielen Sachen vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen wäre, aber naja, jetzt geht sie auch noch hungrig da weg. Das ist eigentlich auch nicht gut. Naja, hoffentlich stirbst du jetzt nicht. Wir scheinen uns doch ganz gut anzustellen, das finde ich gut. Aber du bist schon fertig, wow, das geht echt immer ganz schön schnell. War es doch vielleicht nicht so schlimm und deine Bedürfnisse sind natürlich wieder komplett im Eimer, wie man das kennt. Ich würde sagen, du spielst jetzt mal einen Toilettenstreich. Das will ich jetzt sehen, was das macht. Oh. Ich höre es hier schon. Irgendwas? Nee, das sieht nicht so gut aus. Sollen wir es hier einfach nochmal machen? Die Toilette sollten wir uns lieber nicht wagen. Das sieht wirklich giftig aus, was sie da reingekippt hat, das rosa Zeug. Alles vollgemüllt hier. Ist das Absicht oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Das ist jetzt natürlich die Frage. Jetzt räumen wir hier einfach mal... Räume ich mal hier ganz... per Hand nochmal auf, damit hier nicht alles so stinkt. Oh, nee, vielleicht sollten wir es nicht unbedingt in den Briefkasten werfen, das macht keinen Sinn. Oh, okay, du musst die zweite Vorlesung besuchen. Dann mach doch mal bitte zum Kurs gehen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Es ist echt... okay, das kam jetzt ein bisschen überraschend. Man muss echt doch ein bisschen aufpassen, wo man jetzt hier hingeht, weil... Ich dachte, bin jetzt davon ausgegangen, dass wirklich immer nur eine Sache am Tag ansteht, obwohl es hier natürlich auch nicht der Fall ist. Ja, also hier in der WG gibt es nicht wirklich so viele spaßige Sachen, die wir machen können. Wir können Fernsehen gucken, aber das war's dann halt auch schon. Vielleicht können wir uns ja mal in die Cafeteria setzen. Das fände ich jetzt eigentlich ganz cool. Nochmal die andere Region besuchen.
Es wäre einmal nämlich hier. Ja. Die Gemeinschaftsräume. Gehen wir da doch mal rüber. Und zack. Hier haben wir wieder einen fetten Ladebildschirm vor unserer Nase. Ja, sollen wir uns hier einfach nochmal ein bisschen hinsetzen und vielleicht ein bisschen lernen? Was kommt denn, steht denn als nächstes an? Huch. Achso, das ist Musik. Ich dachte schon, hier ist wieder irgendein Sim mit ganz gruseligen Instrumenten. Im Zeitalter und Äonen müssen wir lernen. Dann machen wir das doch auch gleich mal. Hausarbeiten machen. Ich find's cool, dass hier auch ein paar andere Sims da sind, die dann wirklich hier auch lernen. Also produktiv sind. Das ist doch eigentlich ganz witzig. Außer, ja, er spielt hier mal die Sims natürlich. Ist doch ein ganz nettes Grundstück. Theoretisch könnten wir auch, glaube ich, hier ein bisschen diskutieren und debattieren. Ja, naja. Und die Region, oh wow, die Region an sich ist natürlich auch wieder richtig groß. Theoretisch könnten wir hier, oh, wir können hier unser Präsentationsboard aufbauen. Informationen sammeln. In Inventar platzieren. Ah, okay, so funktioniert das. Die Abschlusspräsentation. Hier kann man natürlich auch mit den Gebäuden interagieren, an Fähigkeitenunterricht teilnehmen. Hier, okay, mit dem kann man nichts tun. Die Universitätenunterkunft. Hier haben wir einmal Fußball. Und Vorlesung. Ah, hier gibt es auch wieder Fähigkeitenunterricht. Das ist auch nur ein Deko-Objekt. Die hier hinten sind also dann eher irrelevant. Alle hier so voll bewachsen. Irgendwie haben die Gebäude alle was. Das sieht schon ziemlich schick aus. Okay. Präsentation. Jetzt haben wir quasi unsere Präsentation schon vorbereitet. Jetzt können wir sie überarbeiten und gliedern. Präsentation üben, um Feedback bitten. Das ist cool. Präsentation üben machen wir jetzt hier einfach mal. Mit unserer Gott, wie schrecklich sie aussieht. Total dreckig. Keine Energie mehr. Ja, vielleicht sollten wir das mal... sie hat echt gar keine Lust mehr. Man sieht es in ihrem Gesicht. Ja, vielleicht lassen wir sie dann auch mal in Ruhe und gehen dann auch wieder nach Hause. Okay, ich finde es cool, dass die anderen Sims jetzt hier ihr so ein bisschen zugucken. Sie hat immer noch kein Oberteil an, warum auch immer. Sollen wir hier einfach mal ein bisschen Fußball spielen? Vor allem in der Wohnung ist das garantiert eine gute Idee. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz schnell mal den Baumodus an. Das ist natürlich jetzt auch möglich. Endlich gibt es mal wieder Fußbälle. Obwohl es natürlich jetzt ein bisschen schade ist, es ist halt nur in diesem Rahmen. Man kann jetzt hier ein bisschen mit dem Ball rumkicken, aber es gibt keine Tore oder auch irgendwie kein, das nicht im größeren Rahmen, was natürlich ein bisschen schade ist. Wurde wieder so ein bisschen Gameplay verfehlt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass seit dem letzten Update es hier so ein Verkehrsmittel-Icon im Draußenbereich im Baumodus gibt? Es sind jetzt aktuell natürlich die Boote und das Fahrrad drin, aber eventuell kommen da ja irgendwann mal noch ein paar andere Inhalte dazu. Das wäre natürlich wirklich genial. Wir haben einmal diese Tapete hier, die Pintenwand, wie sie im Spiel genannt wird, ein ganz doch... eher, also keine bunten Farben, es ist alles eher so ein bisschen bräunlich. Da haben wir hier einmal noch so eine neue Tapete, die dann im Studentenwohnheim ganz gut kommt. An Fußböden haben wir einen neuen, den man auch schon im Trailer ganz gut gesehen hat, aber ist es Absicht, dass die so ein bisschen unsymmetrisch sind? Ich weiß auch nicht, aber der ist doch eigentlich auch ganz cool. Neue Türen gibt's auch. Wow, okay, die sieht interessant aus. Die hier ist auch ganz cool. Die sind jetzt alle mal so ein bisschen größer. Passt natürlich auch zum Thema. Kann ich mir ganz gut an so alten Gebäuden hier vorstellen. Die beiden oder auch das hier. Die hier ist auch ganz okay. Neue Fenster gibt es auch einige neue. Warum auch immer es hier so unterschiedliche Farbthemen gibt. Die hier gibt es dann zum Beispiel nicht in diesem grünlichen Ton. Wir haben hier echt, die passen dann zu der Tür hier ganz gut. Wir haben echt da so ein verschiedene Stile auch drin. Ja, ehrlich gesagt finde ich die Fenster hier irgendwie schrecklich. Naja, aber ja, kann man garantiert auch irgendwo mal mit einbauen. Die hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Dann,
Wir haben einen neuen Zaun, sehr klein, klein aber fein, und neue Säulen, die man natürlich auch wirklich gut mit dem neuen Tool nutzen kann. Die lassen sich ordentlich in der Höhe verstellen. Neue Deko fürs Dach gibt's auch. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wer von euch die überhaupt so viel benutzt. Also ich kann da maximal die ab und zu mal einbauen, aber so oft benutze ich die dann auch nicht. Gut, dann haben wir hier auch schon alle neuen Objekte. Von den neuen Objekten ist es jetzt nicht das stärkste Pack, weil wir doch, es gab ein paar Packs mit ein bisschen mehr Objekten noch. Aber schauen wir mal rein. Okay, so von den Stühlen, die gefallen mir jetzt alle gar nicht so gut, muss ich sagen. Der hier ist ganz cool. Weiter. Nee. Ist ehrlich gesagt nicht so meins. Die IKEA-Möbel sind natürlich extrem cool. Der hier ist auf jeden Fall sehr nett. Da haben wir den noch in der passenden Farbalternative. Passt natürlich auf jeden Fall schon in Studententhema rein. Man kann sich echt vorstellen, dass das noch so alte Objekte von, die auf irgendeinem Dachboden mal rumstanden sind, die irgendjemand da runtergeholt hat. Kann man doch noch mit in die Wohn-WG mit reinbringen. Aber ja, sonderlich schön. Das Objekt finde ich sehr cool. Ja, naja, das erinnert mich ein bisschen ans Basisspiel. Das hier finde ich sehr cool. Haben wir hier natürlich auch die neuen Toilettenkabinen, die man aber nur an der Wand platzieren kann. Die neue Gemeinschaftsdusche finde ich auf jeden Fall lustig. Wir haben natürlich hier noch die andere Dusche, die hat man auch schon ganz oft in den Trailern gesehen. Die Robotermaschine, das Set hier. Dann haben wir das Zuckerzischfass mit Ananassaft. Warum auch immer das jetzt einzelne Objekte sind, man hätte das ja auch einfach auswählen können per Klick oder so. Naja. Ja, die Bar haut mich jetzt auch nicht so ganz um. Also, so vom Stil, das ist halt einfach nicht so meins. Da haben wir die neuen Fressstände, Fressbuden, die überall in der Welt herumstehen. Neue Deko-Objekte, da gab es ja so einen klitzekleinen Hype schon vorher. Also die Community auf Twitter ist da schon ein bisschen ausgerastet, aber die sind wirklich doch geil. Und auch der Blumenpott hier gefällt mir ganz gut. Ein paar neue Poster. Hier gibt es auch einige Motive, aus denen man wählen kann. Oh, sogar hier die Void-Kreaturen sind auch mit dabei. Und was ganz cool ist, was mir gerade aufgefallen ist, hier so ein Knick in der Mitte. Also es sieht wirklich so aus, als hätte man das so schon mal in der Mitte zusammengefaltet, hier an der Seite so ein bisschen abgeranzt. Also ich glaube, das sind wirklich, die Plakate nicht so arg, aber doch, von den Plakaten sind es wirklich die besten Plakate, die wir so bisher hatten. Und auch mal die realistischsten. Nicht einfach nur irgendwelche flachen Planen, die einfach an der Wand hängen. Das, doch, da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Natürlich auch ein paar Deko, ein bisschen Dekokrempel hier. Also ehrlich gesagt, ich würde sagen, die Objekte passen zu 100% zum Thema. Aber das ist trotzdem nicht unbedingt das, was ich jetzt gerne als Ergänzung im Baumodus habe. Aber die Objekte finde ich viele nicht so ganz schön. Hier, das hier zum Beispiel gefällt mir halt nicht so arg, aber es passt sehr gut zum Thema, deswegen kann man eigentlich nicht meckern. Trifft halt nicht meinen persönlichen Geschmack. Also ist natürlich auch nicht so wichtig. Noch ein paar Flaggen. Also es ist halt echt auch ein bisschen darauf fokussiert, sein Zimmer einzurichten und so. Genauso wie im Ersteller einen Sim-Modus auch, wo es halt keine neuen Objekte für die Kleinkinder und Kinder gibt. Es ist halt alles sehr themenbezogen. Die Lautsprecheranlage hier fand ich auch extrem cool, muss man sagen. Die Apfeluhr ist ja geil. Ich habe jetzt hier natürlich auch nicht alle Objekte gezeigt. Da gibt es ja schon 1000 verschiedene Videos auf YouTube zu. Sollte jetzt natürlich auch nur mal so ein erster Eindruck von mir sein, so was ich über die einzelnen Gameplay-Inhalte denke. Und im Großen und Ganzen bin ich doch eigentlich nicht sonderlich überrascht. Ich habe natürlich jetzt mir sowas wie die Organisation oder das Roboterbau noch nicht angeguckt, obwohl man das ja schon im Stream ganz gut gesehen hat. Aber so das Studieren an sich, ich bin noch zwiegespalten. Das Problem ist natürlich, ich finde, es ist sogar relativ herausfordernd. Das gefällt mir. Also die Kurse sind alle relativ stark getimed.
Also man muss wirklich Zeitmanagement ein bisschen mit einplanen. Das hätte ich gar nicht erwartet, weil sonst die Sims 4 doch eigentlich immer relativ einfach ist so. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen schade, dass halt, so wie es jetzt aussieht, das Gameplay halt fast nur aus, ja, mach deine Hausaufgaben, mach deine Präsentation, dann mach wieder deine Hausaufgaben, geh zur Uni, mach deine Hausaufgaben. Ist das halt so ein bisschen dann der Kern des Packs. Und wenn man jetzt halt noch diese Gebäude, die hier so rumstehen, hätte besuchen können, wäre es doch eigentlich perfekt gewesen. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so darüber denkt. Das würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren. Das war natürlich wie immer nur meine Meinung. Eure kann höchstwahrscheinlich ist natürlich wieder ganz anders. Aber lasst mir das doch gerne mal in den Kommentaren da. Und dann würde ich auch sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos oder Streams wieder. Also dann, bis zum nächsten Video.